War da wieder was falsch gegendert? Hier ist das fünfte deutsche Fernsehen mit dem Tagesschauer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Meldung. Die Grünen wollen jetzt nicht nur SUVs aus Privatbeständen nach Kiew rollen lassen, sie wollen jetzt bewaffnete Lastenfahrräder an die Front schicken. Das trifft den Russengeneral ins Herz. Und Bundeskanzler Scholz steigt zu seiner wahren deutschen Größe auf. Heißt es Bundeskanzlerine oder Bundeskanzlerröse? Gender-Experte Mia Pitroff berät. Olaf Scholz bleibt auch nach wie vor meine Bundeskanzlerin. Nur weil das jetzt mal 4 Jahre ein Mann macht, ändere ich doch nicht gleich meine ganze Sprache. Und du Tiefenentspannung mit C-Heilack. Die Brottüte ist der Spiegel der Seele. Die Expertise zum Fachkräftemangel hat unser Experte Gordon Brettsteiger von der Uschi Glas Privatuni in Uelzen. Der glatzköpfige Elektriker trägt seine Birne mit Fassung. Ich weiß nicht, was Sie fahren. Chin Meyer fährt fort. Große Aufregung um eine Karnevalsrede von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, in der sie Friedrich Merz als Flugzwerg aus dem Mittelstand bezeichnet. Die CDU ersucht jetzt Erlaubnis vom Pentagon, den FDP-Heißluftballon abzuschießen. Das war das Wetter mit Wetterdackel Otto. Bleiben Sie übrig.